That's the name of the game. So begrüßen die Einheimischen hier die Wanderer, die den Coast-to-Coast-Walk noch vor sich haben. Und der Name des Spiels scheint einfach. Einmal quer durch England. Von der West- zur Ostküste. Doch das Spiel an sich ist eine anspruchsvolle Wanderung über Berge, ausgedehnte Hochmoore und Viehweiden, durch Wälder und die vielen verschlafenen nordenglischen Dörfer. Sandbees, der Start des Coast-to-Coast-Walk. Sandbees besteht aus ein paar Häusern, die zum Teil an Touristen vermietet werden. Und hier im westlichsten Dorf der Grafschaft Cumbria erlebt man dann auch die ersten Eindrücke vom Norden Englands. Während sich der Tag dem Ende neigt, führt der Weg zurück ins Manor House Hotel, einem traditionellen Wirtshaus aus dem 17. Jahrhundert. Und hier gibt es dann auch die letzten Absprachen für den nächsten Tag. Vorne am Strand gibt es dann noch so eine Säule, die den Startpunkt richtig markiert. Da können wir uns gleich mal ein Gruppenfoto machen. Ne? Doch erst einmal lassen das die Deutschen englisch urtümlich werden. Denn am nächsten Morgen beginnt der Marsch nach Robin Hood's Bay, dem über 300 Kilometer entfernten Ziel des Coast-to-Coast-Walk. Und da ist natürlich jede Stärkung willkommen. Es ist 9 Uhr, Aufbruch vom Manor House Hotel. Das Abenteuer Coast-to-Coast-Walk beginnt an den Klippen St. Bees. Knapp 100 Meter ragt die Steilküste in die Höhe. Und gleich am Anfang der Tour steht die erste Herausforderung. Der Fußmarsch direkt hinein in die kühle irische See. Also, ja, das ist der Gute. Rennen ins Wasser! Dabei ist natürlich die Stimmung unter den Teilnehmern immer sehr unterschiedlich. Also schon feierlich, voller Erwartung, auch lustig, weil die wissen ja nie, was in den nächsten 14 Tagen alles an Anstrengung erwartet. Ja, und unmittelbar danach gehen wir dann wenige Meter vom Strand entfernt hoch zu diesem Stein hier. Das ist der offizielle Startpunkt der Tour, die, das muss man ganz ehrlich sagen, immer noch ein Geheimtipp ist. Das musst du eigentlich mal fotografieren, die Karte, hä? Ein grasiger Ausläufer führt aus der Bucht von St. Bees. Der Sage nach rettete sich die irische Nonne St. Bega an diese Küste, nachdem sie Schiffbruch erlitten hatte. Und die Sage erzählt weiter, dass die irische Nonne aus Dankbarkeit dem Dorf auch ihren Namen gab. Das St. Bees Lighthouse kann man getrost als erstes Highlight der Tour bezeichnen. Schon seit 1822 weist dieser Leuchtturm den Schiffen den Weg entlang der Küste. Die Idee zu dieser herrlichen Wanderung quer durch England hatte Anfang der 1970er Jahre der nordenglische Schriftsteller und Wanderfreund Alfred Wainwright. Der hatte halt die Idee, die englischen Naturschönheiten im Norden Englands mit einer großzügigen Wanderung zu verbinden, hat dann diesen Coast-to-Coast-Trail erschaffen von St. Bees Head im Westen Englands nach Robin Hood's Bay auf der Ostseite. Robin Hood's Bay, interessant, deshalb trifft man immer auch auf den Namen Robin Hood unterwegs, der eigentlich gar nichts mit dieser Wanderung zu tun hat. Ja, und unterwegs gibt es auch mal ein Denkmal von Alfred Wainwright, so wie hier könnte er damals ausgesehen haben. Damit ich mich nicht verhungere. So, da der übrig ist, kriegt er ihn. Also das ist vielleicht eine schöne Tradition dann die nächsten 2000 Jahre. Da vielleicht heißt es dann der Kekswanderer oder irgend sowas. Keks zu Keks, nie Coast to Coast. Okay.
Der Dent Forest weicht auf etwa 200 Höhenmetern dem satten Grün der Weiden. Vorbei an blökenden Schafen führt der Weg direkt hinauf auf den Dent, der hier in der Region auch Long Barrow genannt wird. Der kahle Dent ist mit 352 Metern für Bergsportverhältnisse wohl eher ein Hügel. Trotzdem ist die Pause auf dem windigen Gipfel eine erholsame Möglichkeit, zurück auf die Irische See, weit hinten am Horizont, zu blicken. Vom Gipfel des ersten kleinen Bergriesen führte ein steiler Pfad auf direktem Weg wieder hinunter ins Tal. Der Boden ist aufgeweicht und rutschig, denn die vergangenen Tage hat es hier im Norden Englands fast durchweg geregnet. Entlang des kleinen Baches Nanny Catchback führt der Wanderweg zum Ende der ersten Etappe, auf ein Farmgelände zu einem versteckten Zeltplatz. Ich war zufrieden mit euch heute. Zelt aufbauen bitte her. Sind da. Kommt auch noch. Rück mal ein, ne? Das Annerdale Water ist der Wasserspeicher der nordwestenglischen Küstenstädte. 4 Kilometer lang und fast 50 Meter tief ruht der See inmitten der Bergwelt. Der Wanderweg schlängelt sich nahe an der Wasserkante entlang. Ältere Erzählungen bezeichnen den ersten Fels des Weges als Robin Hoods Chair, also als den Stuhl von Robin Hood. Jeder Schritt führt nun immer weiter in das sogenannte Lake District. Unzählige Wasserläufe suchen aus den Bergen kommend ihren Weg in den tiefblauen See. Trockenen Fußes kommt man hier nur mit gutem Schuhwerk voran. Die feuchte Strecke wird dann urplötzlich von einem einsamen Felsen unterbrochen. Angler's Craig ragt in den See. Dieser zerklüftete Felsvorsprung kann nur mit Kraxeln überwunden werden. Danach geht es aber sofort wieder ohne große Anstrengung weiter, bis am Ende des Annerdale Water eine Weide zum Erholen und Baden einlädt. Und obwohl die alte Herberge Black Sail Hut nicht mehr bewirtschaftet wird, bietet sie bei schlechtem Wetter jederzeit Schutz. Diese Herberge hier ist ein wirklich beliebter Rastplatz, bevor es ganz steil hoch in die Berge geht. Und natürlich nutzt man diese Rast, um nochmal zu kochen. Ich mache das ja eigentlich immer ganz gerne und kann das auch ganz gut. Und das scheint sich in England schon rumgesprochen zu haben. Also diesmal hatte ich einen unerwarteten Gast, der unbedingt was abhaben wollte. Und das hat mich schon ganz schön genervt, dieses hungrige Schaf von meinem Kochplatz zu verscheuchen. Andere haben das anderes gesehen, haben es gefüttert und es hat sogar gefressen. Guck mal, lecker Schokolade. Lecker. Yummy, yummy, yummy. Sieht fast aus wie in Norwegen, auf dem Lofot, auf der Westeralen. Ja? Westeralen? Ja, der Königinweg, wo man gegangen ist. Königinweg, genau. Über die Täler hinweg erlaubt der Gipfel dann tatsächlich den Blick bis zur Irischen See. Kein Wunder, dass der Begründer des Coast-to-Coast-Walk, Alfred Wainwright, seine Asche nach seinem Tod auf einer dieser Bergkuppen verstreuen ließ. Und schon ist auch das Tagesziel in Sicht. Am Ende der alten Gebirgsstraße Hollister Pass wartet die Jugendherberge Hollister House auf die Wanderer, inmitten der beeindruckenden Schieferberge.